Ja, wie schon gesagt wurde, unser Ding heißt VR Drive. Und wir zeigen jetzt erstmal, was wir bisher gemacht haben. Und zwar sieht man hier halt eine Map, auf der man fahren kann. Und wenn man dann hier den Strom anmacht, fährt das Auto genauso wie wir auf der Karte. Also bisher haben wir das so umgesetzt, dass wir den Computer haben, der zeigt das Auto und steuert es. Und gleichzeitig sendet der Computer Befehle an den Raspberry, der dann die Motoren des Autos steuert. Das Ziel war aber, dass wir nicht nur auf einem Computer spielen können, sondern mit einer Virtual Reality Brille das Ganze dann halt wirklich virtuell sehen und dann durch die Kopfbewegungen und einen Controller das Auto steuern können. Und da war halt die Idee, dass die VR-Brille direkt das Auto steuert und gleichzeitig den Raspberry steuert. Bisher haben wir es halt nur mit einem Computer gemacht. So, das, wenn man jetzt da sieht, das Auto sieht nicht sehr aus wie ein Auto, sieht eher aus wie so ein kleiner Lego-Haufen. Machen wir weiter. Das war so das Auto, was es werden sollte im Spiel. Wenn man drin sitzt, dann ist ungefähr hier auch die Sicht. Wenn man jetzt also nicht in der First Person wäre, würde man das Auto auch sehen. Weil der 3D-Drucker nicht mitgespielt hat, ist daraus leider nichts geworden. Hier ist nochmal eine Oberansicht. So hinten könnte man dann die Motoren und den Raspberry Pi und so reintun. Ja, und jetzt kommt das Spiel. Mit den Tasten W als D lenkt man das Auto in Realität und im Game. Die Daten werden mit Raspberry Pi durch die Verwendung von IP und PewDiePie durch UDP gesendet. Durch den Code INT über den werden Zahlen verschickt durch WLAN. Wir benutzen Unity und zum 3D-Design und im Hintergrund läuft C Sharp. Ja. Und die Steuerung des Autos haben wir mit Python implementiert. Und also von der Softwareseite und die Hardwareseite ist ein Adafruit Motorhead, der dann die Motoren steuert. Und ja. Jetzt ist die Frage, was könnte man noch verbessern? Also man könnte es jetzt anfangen, also wir hatten vor, das mit der VR-Brille, mit der Oculus Go zu machen, weil mit einer Oculus Rift bräuchte man einen PC und den müsste man mitschleppen und Starkstrom, also haben wir die Go genommen. Das Problem ist, man müsste sich in die Brille sozusagen reinprogrammieren, weil man ein Spiel für ein 3D, also eine Art 3D-Simulation herstellen muss. Man könnte die genauere, also es ist leicht verzögert, also es ist leicht verzögert zwischen Spiel und Realität. Das könnte man nochmal genauer machen und eine Kamera ins Auto integrieren, damit man sieht, wie später, wenn man die VR-Brille aufhat, auch sieht, wie es draußen in der Realität aussieht. Sonst fährt man irgendwo gegen oder irgendjemand tretet drauf oder man sieht oder man und dann sieht man es nicht. Und zudem funktioniert die Lenkung anders und die in der Realität rollt das Auto nicht weiter, wenn man stoppt und so. Das ist auch noch verbesserungswürdig. Das war's schon wieder und wir danken unseren Mentoren Tobias, Christian und Jakob.